So, liebe Leute, hier mal ein kleines Review zu Air Rivals und den jeweiligen Gear. Heute nehme ich mir doch mal den Eye-Gear vor. Der typische Eye-Gear, meistens irgendwo fühlt er sich, jetzt habe ich endlich Raserei. Oh mein Gott, eine Salve mehr Raketen. Naja, das ist schon mal schön und gut. Spätere Eye-Gears denken sich, oh mein Gott, ich habe eine E12 Eva-Rüstung, ich bin unbesiegbar. Diese Leute statten dann natürlich gerne auch noch auf Eva um, was man gemeinhin dann noch eine Eva-Schlampe nennt. Verzeihung der Ausdruck. Andere Leute denken sich, boah, ich bleib jetzt full attack, ich mach so dermaßen Schaden, ich pierce sie alle vom Himmel. In der Praxis sieht der typische Eye-Gear so aus, wenn er denn irgendwann mal eine SSK findet. Oh mein Gott, ich werde angegriffen. Schnell, Chainroll, roll, 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 roll. Und natürlich haben diese Leute dann meistens auch das Kit-Makro noch an. Räusper, räusper, hust, hust, davon sollte es ja einige geben. Zudem, wenn der Eye-Gear dann irgendwann mal Level 70 erreicht und tatsächlich sogar eine ESK erhält, denkt er sich, oh mein Gott. Also, sowohl Eva-Schlampe als auch Full Attack. Ich schieße 100.000 Milliarden Raketen ab, ich holze ja alles vom Himmel, beziehungsweise natürlich am besten noch einen SP, gegebenenfalls auch Mutterschiff. Nun, der Eye-Gear. Sollte er denn mal eine Bossrüstung haben, E12, wie manche Leute, werden sie natürlich auch gerne mal beliebtes Opfer eines Debuffs, der lieben MGs. Das sieht dann wie folgt aus. Eye-Gear, Eva-Kapsel an, am Anflug, schmeiß den Zerg an, schmeiß die Eva-Kapsel an, schieß die ersten drei Salven, Debuff vom Himmel tot. Riesenfrust. Tja, das sind dann meistens auch die Leute, die sich denken, oh ja, mein Gott, Eye-Gear, totaler Jäger, ich bin eh viel zu schnell, doch dank Speedkarten und zu viel Prop auf den Rüssis wird auch daraus meistens nichts. Tja, letzten Endes sieht es so aus wie bei diversen anderen Spielen. Der Eye-Gear ist erstmal anderen Klassen hoffnungslos unterlegen, wenn wir jetzt mal die viele Eva, die trotzdem noch ziemlich viel Schaden abhält, und die hohe Geschwindigkeit allen anderen Klassen hoffnungslos unterlegen. Tja, letzten Endes sind es nur deine erhabenen Flugkünste, die doch tatsächlich dafür sorgen, dass du irgendwann einmal die 1000 Abschüsse schaffst. Sollte es auch Eye-Gears geben, die über diese Grenze hinausgehen und darauf dann auch noch auf die 10.000 Abschüsse kommen, gibt es einige von den Kollegen, die dann meinen, ich bin so imber. Naja, dummerweise gibt es dann noch andere Klassen, die ihm die Suppe dann ganz stark vermiesen, die nämlich auf der Hälfte des Levels schon ungefähr 30.000 Abschüsse haben. Tja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der Eye-Gear. Die Klasse, die allen unterlegen ist, die nur durch hoffnungslos göttliche Flugkünste erst richtig spielbar wird. Und natürlich werden dich alle danach fragen, wie hast du das gemacht? Oder wie viel Pierce hast du? Oder wie viel Eva hast du? Und natürlich fängst du damit an zu sagen, hey, boah ey, ich hab erstmal 100% Eva, zwinker, zwinker. Und dazu habe ich noch 100% Pierce, räusper, räusper. Und damit hole ich alles vom Himmel. Vorausgesetzt, dieser Eye-Gear könnte fliegen. Naja, wie dem auch sei, hier ein kleines Review von mir, eurem kleinen Vogtbert, zum Thema Eye-Gear. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Weitere Klassen kommen natürlich, ich nehme ja alle vier durch. Und ja, bitte kommentieren, abonnieren und Rating bitte. Danke, danke. Euer Mr. Vogtbert, aka Captain Obvious.